Irgendwo über Deutschland. Wetten, dass niemand weiß, wem das Grundstück gehört, auf dem die Lidl-Filiale Hannover-Meesburg steht? Und wer kommt schon auf sowas? Eigentümer ist nicht etwa Lidl, sondern eine Briefkastenfirma in der Karibik. Als wir das den Kunden erzählen, sind die erstaunt, perplex, machen sich ihren Reim. Warum meinen Sie, gibt es diese Konstruktion mit den Briefkastenfirmen? Ja, das macht man ja meistens dann, zumindest stellt man sich das so vor, wenn irgendwelche linken Geschäfte dabei sind. Damit er keine Steuern zahlen muss wahrscheinlich, weil es illegal ist. Im Prinzip blicken wir als Normalbürger gar nicht mehr dadurch, wem was gehört und wer hier was macht. Hier der Durchblick. Das Grundstück gehört der Briefkastenfirma Gondor Enterprises, dahinter weitere Briefkastenfirmen und ein Geschäftsmann in Indien. Diese Konstruktion kann Steuern sparen. Sie findet sich in einem Wust geheimster Daten aus einer großen Anwaltskanzlei in Panama. Deren Geschäft? Briefkastenfirmen. Ein Whistleblower hat Journalisten über 11 Millionen Dokumente zugespielt. Darunter 4,5 Millionen E-Mails. Die Daten offenbaren legale, auch dubiose und kriminelle Geschäfte. Es geht um Superreiche. Es geht um Despoten, Verbrecher, Politiker und ihr Umfeld. Mindestens 12 amtierende und ehemalige Staatschefs, etwa aus Argentinien, der Ukraine, Saudi-Arabien. Der isländische Regierungschef gerät schon jetzt in Bedrängnis. Das Leak erlaubt einen Blick in das Innerste eines Unternehmens, das immer nur im Geheimen operiert. Mossack Fonseca in Panama. Mit 48 Filialen weltweit einer der ganz Großen. Die Kanzlei hat mehr als 200.000 Briefkastenfirmen gegründet. Deren wahre Besitzer können jetzt enttarnt werden. An der Spitze dieser Kanzlei ein Deutscher, Jürgen Mossack. Dienstleister ohne Gewissen. Vor über einem Jahr. Ein Whistleblower nimmt Kontakt zur Süddeutschen Zeitung auf. Er nennt sich John Doe. Frage der Redaktion. Wer sind Sie? Ich bin niemand, nur ein besorgter Staatsbürger. Warum tun Sie das? Ich will, dass über das Material berichtet wird und diese Verbrechen öffentlich werden. München, September 2015. Journalisten aus allen Kontinenten sind angereist. Diskutiert wird ein Riesenprojekt, die Panama Papers. Der Whistleblower hatte der Süddeutschen eine unvorstellbare Datenmenge zukommen lassen. Die Redaktion gab sie weiter an das Internationale Konsortium investigativer Journalisten ICIJ, Washington. Dort wurde die Recherche auf über 100 Redaktionen weltweit aufgeteilt. Das lief über Monate unter strengster Geheimhaltung. Die Initiatoren der Konferenz? Zwei Journalisten der Süddeutschen. Das sind keine Nischenthemen, sondern das sind Themen, die jeden von uns was angehen. Nämlich, wofür werden Steueroasen genutzt? Wofür braucht man das? Und welches Klientel benutzt sowas? Naja, das Leak zeigt, wie sich eine Parallelstruktur etabliert hat in der Welt sozusagen, in der sich die Mächtigen bewegen, in der sich aber auch sehr viele Figuren bewegen, die einfach was zu verstecken haben. Mit Hilfe von Jürgen Mossack. Am Anfang hatte der Whistleblower noch gefragt: Kennt man Jürgen Mossack eigentlich in Deutschland? Nein, niemand kennt ihn hier. Das wird sich vermutlich bald ändern. Erstes Beispiel, lokal begrenzt, aber schon das entlarvt die Perfidie des global operierenden Unternehmens Mossack Fonseca. Fahrt durch Norddeutschland nach Wilhelmshaven. Olympia, einst ein Gigant. Einer der größten Schreibmaschinenhersteller der Welt, in den besten Jahren 20.000 Mitarbeiter. Mitte der 90er Jahre ging es bergab.
Einen Teil von Olympia kaufte der chinesische Konzern Elite in Hongkong. Und Elite verlagerte die Olympia Office Vertriebsgesellschaft in eine von Mossack Fonseca betreute Briefkastenfirma auf den British Virgin Islands, die Olympia International Holding. Und war damit faktisch die Verpflichtung los, die Betriebsrenten für die deutschen Olympia-Pensionäre zu zahlen. Dass diese Verpflichtung, die Renten zu zahlen, sogar vom Oberlandesgericht Oldenburg bestätigt wurde, hatte keinen Wert. Aus dem Datenleck eine E-Mail, mit der Mossack Fonseca seinen besorgten Kunden Elite beruhigt. Wir können bestätigen, dass deutsche Gerichtsurteile auf den British Virgin Islands nicht vollstreckbar sind. Insolvenzverwalter Alexander Naraszewski versucht seit mittlerweile 9 Jahren, Elite zu den Pensionszahlungen an die Olympia-Mitarbeiter zu zwingen, vergeblich. Die E-Mail von Mossack Fonseca haben erst wir ihm gezeigt. Also eigentlich ist das ungeheuerlich, weil man hier versucht, berechtigte Ansprüche, dort die Gläubiger auflaufen zu lassen. Eigentlich werden die bösen Absichten da ganz deutlich. Welche Funktion hatte letztlich diese Briefkastenfirma auf den British Virgin Islands bei der Auseinandersetzung um diese Pensionszahlung für die ehemaligen Olympia-Beschäftigten? Die Funktion liegt ganz klar, eine Brandmauer zu ziehen, dass im Endeffekt Vermögensgegenstände in dieser Gesellschaft bleiben und dann berechtigte Ansprüche abgewehrt werden. Zu Besuch beim ehemaligen Olympia-Betriebsrat Joachim Urbanek. Herr Urbanek? Hallo, ja. Christoph Lippke. Ja, guten Tag. Mein ganzes Leben war Olympia, schwärmt er noch heute begeistert. So, da haben Sie noch eine. Ja, da steht es. Und hat noch ein paar Erinnerungsstücke im Haus. Das gute Stück. Ja, an sowas kann ich mich auch noch erinnern. Der ehemalige Betriebsrat gibt zu, er habe die perfide Strategie des Elite-Konzerns jahrelang nicht durchschaut. Also Sie gehörten auf einmal einer Holding auf den British Virgin Islands. Ja. Wie fanden Sie das damals? Das hat sich eigentlich erst dann im Laufe der Jahre herausgestellt, dass das eigentlich keine richtige Strategie gewesen ist, sondern dass das eben eine Briefkastenfirma ist, worauf eigentlich niemand richtig Zugriff hat. Es ist nur der finanzielle Aspekt gewesen, dass man gesagt hat, mal sehen, was da noch ist, was man noch da noch liquide machen kann, was man da rausziehen kann. Warum meinen Sie, hat der Käufer diese Briefkastenkonstruktion gewählt? Gut, ich will das nicht sagen, dass er jetzt mit der Absicht gegründet worden ist, keine Pensionszahlungen zu leisten, dass das der einzige Grund gewesen ist. Aber es ist sicherlich Grund gewesen, um weniger Zugriff zu haben, dass man diese Firma auf den British Virgin Islands gegründet hat. Gegenüber den davon betroffenen Mitarbeitern ist es schon eine Sauerei, wenn man überlegt, was da für Gelder verschoben werden oder nicht gezahlt werden. Weil die Briefkastenfirma einfach nicht zahlt, musste eine Pensionsversicherung einspringen. Von Elite Hongkong auf unsere Anfragen keine Antwort. So anrüchig schon der Fall Olympia ist, Mossack Fonseca bedient auch Kunden von ganz anderem Kaliber. Kriegsherren, Waffenhändler, Despoten. Gegen manche Klienten von Mossack Fonseca haben EU und USA schon mal Sanktionen verhängt. So auch gegen Rami Maklouf, den Cousin des syrischen Diktators Assad. Erst Jahre nach dem Bann der USA trennte sich Mossack Fonseca von ihm. Bis dahin keine Skrupel. Rechtfertigung in einer internen Mail? Wenn die Bank HSBC in England kein Problem mit dem Kunden hat, dann können wir ihn auch akzeptieren. Der aserbaidschanische Diktator Aliyev. Wie er sich an seinem Land bereichert, das belegen die Daten auch. Den beiden Töchtern gehören mindestens 7 Briefkastenfirmen von Mossack Fonseca. Die halten Abbaurechte für die aserbaidschanischen Goldminen. Und unter den Kunden von Mossack Fonseca auch Mitglieder der italienischen Mafia. Dazu viele lateinamerikanische Drogenbosse. So die vor 2 Jahren festgenommene Marjorie Chacon Rossell, Kokainlieferantin des brutalen Los Zetas-Kartells. Und bei Mossack Fonseca wissen sie ganz genau, wer ihre Kunden sind.
Rafael Caro Quintero etwa, einer der gefürchtetsten mexikanischen Drogenbarone, verurteilt zu 40 Jahren Gefängnis. Eine mit ihm verbundene Briefkastenfirma hat Jürgen Mossack persönlich betreut. In einer Mail schreibt er: Pablo Escobar war ein Baby im Vergleich zu Rafael Caro Quintero. Ich möchte nicht zu denen gehören, die von ihm aufgesucht werden, wenn er aus dem Gefängnis raus ist. Jürgen Mossack und sein panamaischer Partner Ramon Fonseca. Die beiden führen die Kanzlei, der sie auch ihren Namen geben. Sie konstruieren, verkaufen und verwalten die Briefkastenfirmen. Wir machen uns auf, sie zu finden. Fliegen nach Panama. Panama, Bankenviertel. Gleich daneben eins der besten und teuersten Wohngebiete. Hier soll er residieren, das Haus stark gesichert. Der Wachmann, der sehr schnell rauskommt, bewaffnet. Was machen Sie hier, fragt er auf Spanisch, aber er versteht auch Deutsch. Ist Herr Mossack, Sir? Kann man ihn mal sprechen? Christoph Lüttgert. Alemannia. Periodista Alemannis. Moment, Television. Also, hier wohnt er. Er wolle Mossack fragen, verspricht der Wachmann. Mossacks Haus, eine Festung, Überwachungskameras, NATO-Draht, Elektrozaun. Mossack wolle nicht mit uns sprechen, sagt der Wachmann. Er werde mit niemandem sprechen, auf keinen Fall. Mercedes, BMW, Lexus. Drei Nobel-Karossen in der Garage. Das habe ich ganz schnell gesehen. Jürgen Mossack, so haben uns Leute, die ihn gut kennen, schon vorher erzählt, lebe total zurückgezogen. Ein Schattenmann. Aber im Internet kann man einiges finden. Über ihn, seine Familie und seine Firma. Jürgen Mossack in Bayern geboren, als Schüler mit den Eltern nach Panama ausgewandert. In dritter Ehe verheiratet. Die Firma hat Mossack 1977 gegründet, sein Partner Fonseca bestens vernetzt. Inzwischen sogar Berater des Staatspräsidenten. Beide, Mossack wie Fonseca, verbindet ein Hang zu sehr hoch gesteckten Ansprüchen. Firmenvideo zum 35-jährigen Jubiläum. My vision is that our company become an organization that is really, really not only well respected, but which is an organization similar to perhaps Microsoft in a much smaller scale, of course. In 30, 60 oder 90 Jahren wollen wir dieses Erbe weitergeben. Dem Land, unseren Familien und der ganzen Welt. Panama, das ideale Spielfeld für solche wie Mossack Fonseca. Dort werden ihre Geschäfte gutiert und gefördert. Die Wirtschaftspolitik ist regelrecht darauf ausgerichtet, dass Anbieter von Briefkastenfirmen erfolgreich operieren können. Der Anwalt und ehemalige Präsident der Handelskammer, Adolfo Linares, ist ein enger Freund des Deutschen. Mossack, beschreiben Sie mal, wie wichtig er als Anwalt ist hier in Panama. Jürgen Mossack ist ein exzellenter Anwalt. Ein sehr ehrenwerter Mensch, der attackiert wird. Ohne Grund. Er ist ein sehr wertvolles Mitglied der Gesellschaft Panamas, beruflich und sozial. And I can recommend his law firm 100%.
Er ist auf Offshore-Firmen spezialisiert. Was halten Sie von Offshore-Firmen? Das ist ein legales Geschäft wie jedes andere. Das ist, als würden Sie Schuhe kaufen. Jeder kann doch seine Finanzen ordnen, wie er will. Wie Sie sicher wissen, ist die Diskussion über Offshore-Firmen sehr kritisch. Warum? Geldwäsche, Korruption, Geld verstecken. Also müssen wir Banken zumachen? Weil Banken zur Geldwäsche genutzt werden? Müssen wir Messer verbieten, weil Messer als Waffe genutzt werden können? Sehen Sie, müssen wir die 99,9% der korrekten Nutzer von Offshore-Firmen bestrafen, nur weil 0,1% etwas Verbotenes damit machen? Das ist absurd. Nach der Logik müssen wir alles verbieten. Angeblich 99,9% korrekt. Das, was wir in den Daten von Mossack Fonseca gefunden haben, ist schlimm genug. Nächstes Beispiel: Afrika. Die Hauptfigur, ein Benny Steinmetz. Israelischer Diamantenhändler, mehrere Milliarden Dollar schwer, der sich für eine Zeit auch mal beim deutschen Karstadt-Konzern eingekauft hatte. Zu Hause in Israel stilisieren sich Steinmetz und seine huldvolle Gattin als Wohltäter. Sie haben von ihren Milliarden ein paar Millionen abgezweigt, um Gutes für Kinder zu tun. Selbstlob per Video. Jeder Dollar, den wir in kleine Kinder investieren, ist später 8 bis 10 Dollar wert. Wir tun etwas Sinnvolles für die Gesellschaft. Das Datenmaterial aus Panama entlarvt den selbsternannten Helden als Bösewicht. Sein Konzern, über die Jahre mit ungezählten Briefkastenfirmen ein Großkunde von Mossack Fonseca. Reise nach Westafrika, nach Guinea, in eins der ärmsten Länder der Welt. Ausgerechnet hier wollte Steinmetz einen Mega-Deal machen, dem Land seine Bodenschätze rauben. Ohne Rücksicht auf Verluste und damit auch ohne Rücksicht auf Kinder, deren Schicksal ihm in Israel doch angeblich so am Herzen liegt. Es geht um Simandu, das größte unerschlossene Eisenerzvorkommen der Welt. Hier will sich Steinmetz die Abbaurechte sichern. Dafür macht sich ein Mittelsmann an Mamadi Touré ran, die vierte und Lieblingsfrau des damaligen guineischen Diktators. Und wird mit ihr handelseinig. Für den schmutzigen Deal lassen sich beide von Mossack Fonseca die Briefkastenfirmen Pendler und Matinda Partners aufsetzen. Über die sollen mehrere Millionen Dollar an Mamadi Touré fließen. Die bestochene First Lady bringt ihren Gatten, den Diktator, dazu, dem israelischen Milliardär die begehrten Abbaurechte zu schenken. Nach nur wenigen Monaten verkauft Steinmetz die Hälfte der geschenkten Rechte an einen brasilianischen Konzern weiter für sagenhafte 2,5 Milliarden Dollar, eine geradezu kriminelle Rendite. Die neue demokratische Regierung von Guinea hat inzwischen eine Kommission eingesetzt, die hat den Skandal untersucht. Zu ihr gehört Mamadou Taran Diallo. Der Steinmetz-Konzern ist über die Ehefrau des damaligen Präsidenten gegangen. Da war das Problem klar, denn sie hätten ja auch direkt mit dem guineischen Staat verhandeln können. Wenn man sich dann diese Verträge zwischen der First Lady, dem Steinmetz-Konzern und diesen Scheinfirmen anguckt, dann sieht man sofort, dass es einzig um Vorteilsnahme ging, um Korruption. Warum meinen Sie, haben beide Seiten
diese Offshore- oder diese Scheinfirmen zwischengeschaltet. Sehen Sie, was ist am Ende dabei herausgekommen? Am Ende ist alles beim Steinmetzkonzern gelandet. Die Scheinfirmen sind vorgeschaltet, um ein klares Ziel zu erreichen. So macht man das eben mit Scheinfirmen. Man macht etwas im Verborgenen, um dann am Ende ganz groß rauszukommen. Würden Sie sagen, Guinea ist von BSGR oder von Benny Steinmetz regelrecht betrogen worden? Ja klar, diese 2,5 Milliarden Dollar haben Guinea nichts gebracht. Und wir sind ein sehr armes Land. Stellen Sie sich vor, dass so viel Geld gezahlt wird für die Bodenschätze Guineas, ohne dass Guinea irgendetwas davon abbekommt. Die Regierung hat Steinmetz die Abbaurechte an Simandu entzogen. Er leugnet jegliches Fehlverhalten, er habe niemanden bestochen. Jetzt liegt der Streit bei einem internationalen Gericht. Aber die erste Rate von 500 Millionen Dollar für den Verkauf der Abbaurechte hat Steinmetz schon kassiert. Und das bitterarme Guinea hat bis heute an seinen Bodenschätzen nichts verdient. Briefkastenfirmen zu gründen, mit denen man dermaßen Übles anrichten kann, ist ganz einfach. Ich mache den Selbstversuch. Damit Mossack Fonseca auch nicht das Geringste von unseren Recherchen mitbekommt, rufe ich bei einer anderen Firma an, die auch auf so etwas spezialisiert ist. Ich habe Interesse, mir bei Ihnen so eine Firma zuzulegen. Wollte fragen, ist das sehr kompliziert oder ist das relativ einfach? Die Firmengründung ist relativ einfach. Ja, ich meine, dann sagen Sie mal, was ist eigentlich der Vorteil von solchen Offshore-Firmen, die Sie mir anbieten? Also was heißt Vermögensschutz? Dass da keiner ran kann. Keine Buchführung, keine Bilanzierungspflicht. Gut, das ist ein Vorteil, ja. Wissen Sie, ich hab einiges Geld. Und das will ich jetzt erstmal irgendwo unterbringen. Ja, ich verstehe, dass Sie keine Tipps zur Steueroptimierung geben. Und taucht mein Name auf, was die Firma angeht, taucht er da dann noch auf oder nicht mehr? Also bei Ihnen in den Unterlagen, das ist klar. Und bei der Bank auch, da bin ich ja der Beneficial Owner. Aber so nach draußen, da taucht dann nur noch der Name meiner Firma auf. Gut, dann weiß ich Bescheid. Danke Ihnen ganz herzlich und werde mich gegebenenfalls wieder melden. Vielen Dank. Es ist wirklich ganz einfach, so eine Briefkastenfirma am heimischen Computer zu gründen. Man wird, wie bei allen normalen Online-Geschäften, durch das Bestellprogramm geführt. Ein paar Klicks, simple Angaben zur Person. Dann suche ich mir den Firmennamen aus, Antje Overseas. Ich überweise online 3.000 Euro und ein paar Tage später habe ich den Bescheid. Ich bin stolzer Besitzer, Beneficial Owner meiner Briefkastenfirma. Wo ich nun mal so weit bin, Herr über eine eigene Briefkastenfirma, will ich von einem Fachmann mehr wissen. Nach Hamburg gekommen ist ein bekannter Frankfurter Anwalt, der solche Firmen nicht verkauft, der aber zu den profiliertesten deutschen Finanzanwälten zählt. Vorab stellt Dr. Carsten Rand klar, eine Briefkastenfirma begründe immer den Verdacht, dass da was nicht mit rechten Dingen zugehe. Ich habe mal einen Selbstversuch gemacht. Übers Internet habe ich selbst eine Offshore-Firma in Panama gegründet, die Antje Overseas S.A. Ist das so normal, dass man da ins Internet geht, ein paar Klicks macht und dann hat man eine Offshore-Firma? Also das ist einfach möglich. Es gibt eine ganze Industrie, die versucht, diese Treuhandstrukturen anzubieten. Da ist für mich als Laien manches merkwürdig. Also zum einen, ich bekomme Mailpost aus Panama in meinem Fall. Dann habe ich es mit einer Adresse in Zypern zu tun
und dann mit einer Adresse in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und alles im Briefverkehr um diese Firma, die ich erst vor kurzem gegründet habe. Ja, das ist der Versuch, möglichst große Intransparenz zu schaffen und möglichst viele Nebelkerzen zu streuen, damit nicht deutlich wird, wer tatsächlich hinter diesem Vermögen steckt. Aber meine Gesellschaft, meine Offshore-Firma hat eine richtige Adresse hier. Ja. 50. Straße, so und so, das Haus so und so, der und der Stock in Panama City. Ich vermute mal, dass unter dieser Adresse einige hundert oder tausend Gesellschaften residieren. Das wäre ein typisches Muster. Und dann habe ich auch schon ein Protokoll bekommen. Da hat es bereits eine außerordentliche Sitzung des Board of Directors gegeben am 22. Januar in Panama City. Die Sitzung wurde um 9 Uhr eröffnet und Punkt 10 Uhr beendet. Da kann man doch irgendwie mit dem Stock dran fühlen, dass da irgendwie Schmuh gemacht wird. Das ist so. Das ist so. Es soll hier auf dem Papier der Eindruck erweckt werden, diese Gesellschaft tut etwas, diese Gesellschaft verwaltet Vermögen oder ist in irgendeiner Weise aktiv. Tatsächlich ist das aber nicht der Fall. Verschleierung als System. Und so kann man es sich vorstellen. Mein Vermögen, beispielsweise eine Erbschaft oder Schwarzgeld, soll verschwinden. Zum Gründungspaket von Antje Overseas gehört auch ein Bankkonto, zum Beispiel in Panama, der Karibik oder in Afrika. Mit einer Kreditkarte, die auf dieses Konto läuft, kann ich überall auf der Welt mein verstecktes Geld abheben, ohne dass ich Spuren hinterlasse. Auch in Deutschland. Auf den Kontoauszügen taucht mein Name nicht auf, nur Antje Overseas. Wie kann das sein? Nach außen hin führen drei Scheindirektoren die Geschäfte von Antje Overseas. Diese Direktoren müssen nicht einmal reale Menschen, sondern können wiederum auch Briefkastenfirmen sein. Mit und in meiner Antje Overseas kann ich Vermögen verstecken, verschieben oder verschleiern. Nur die Bank, die das Konto führt und die jeweilige Betreibergesellschaft der Briefkastenfirma, wie Mossack Fonseca, weiß, wer hinter Antje Overseas steckt. Christoph Lüttgert in Hamburg. So abenteuerlich die ganze Firmenkonstruktion von Antje Overseas ist, in Panama ist das alles legal. In Mossack Fonsecas Schattenreich der Briefkastenfirmen Reise gen Osten, zum Beispiel Russland. Die Daten offenbaren versteckte Manöver von Banken, Firmen und Personen, verbunden mit Wladimir Putin. Sankt Petersburg. Geburts- und Heimatstadt von Putin. Hochburg des Personenkults. Ich hatte vorhin einen, der war lauter nur Putin. Kommen, bitte gucken. Putin, gucken. Da ist Putin, ja. Ja, dieser Putin. Putin und... Er lässt sich inszenieren, nicht nur von der Staatspropaganda, auch für Touristen und fürs gemeine Volk. Putin als Holzpuppe Matroschka, die alle anderen einsteckt. Putin auf Tassen und T-Shirts. Der Patriot. Putin, der Held. Putin, der Supermann, sportlich, kernig, hart, heroisch. Putin selbst liebt dieses Bild von sich, aber materiell gibt er sich genügsam. Seinem Volk erzählt er, er verdiene pro Monat gerade mal etwas mehr als 12.000 Dollar. Das kann und muss man bezweifeln, hört man auf das, was die Opposition auch unter Lebensgefahr immer wieder vorbringt. Die Opposition mutmaßt seit langem, dass es ein Netzwerk von Kleptokraten um Putin gibt. Eine Clique ergebener Milliardäre, die sich schamlos auf Kosten des Landes bereichert. Nächtlicher Besuch bei einem der führenden Oppositionellen Russlands, Ilja Jaschin. Wie ist das System, Wladimir Putin? Und was sind die besonderen Merkmale dieses Systems? Die Schlüsselsektoren der russischen Wirtschaft werden von Putins Leuten kontrolliert. Von seinen Freunden, seinen ehemaligen KGB-Weggefährten, seinen Schulkameraden.
Diese Leute bilden faktisch in unserem Land eine Kaste der Unantastbaren. Wenn aber das Resultat deiner Herrschaft die Bereicherung deiner Freunde ist, dann hast du einen Interessenkonflikt. Wie reich ist Putin selbst, Ihrer Meinung nach? Gibt es da Schätzungen? Viele Russen leben unter der Armutsgrenze, mehr als 20 Millionen. Aber die Elite Russlands, die politische Führung Russlands, der Kreis um Putin und er selbst schwimmen im Luxus all die Jahre, die sie an der Macht sind. Das ist möglich, weil es überhaupt keine Kontrolle gibt von Seiten der Zivilgesellschaft, von der Seite des Parlaments. Um stichfeste Beweise zu sammeln, bräuchte es eine richtige Untersuchung, einen Untersuchungsausschuss im Parlament. Diese Leute kontrolliert ja schon lange niemand mehr. Deshalb würde jede Untersuchung schnell bedeutende Beweise in Putins Umfeld finden. Das Datenleck von Mossack Fonseca offenbart neue Einblicke in das komplexe Finanzsystem derer, die in Russland ganz oben sind. Vertraute von Putin sollen 2 Milliarden Dollar durch Briefkastenfirmen geschleust haben. So taucht, auch für Eingeweihte sehr überraschend, in den Daten ein Name auf, den man dort nun wirklich nicht vermutet hätte. Der Name des russischen Star-Cellisten Sergei Roldugin. Wir besuchen ein Konzert von ihm in Petersburg. Roldugin, der Künstler, der Musiker, aber auch und vielleicht noch wichtiger, ein enger Freund von Wladimir Putin, ein Freund aus Studienzeiten, Patenonkel von Putins ältester Tochter. Roldugin sagt von sich selbst, er sei nur Musiker und kein Geschäftsmann. Aber in den Daten von Mossack Fonseca steht, dass Roldugin 2 Briefkastenfirmen besessen hat, die International Media Overseas und die Sonette Overseas. Und diese beiden Firmen von Mossack Fonseca hat die russische Bank Rossiya für ihn bestellt, also ausgerechnet jene Bank, die als Putins Hausbank gilt, von den USA und der EU mit Sanktionen belegt. Und es geht weiter. Über Sonette hielt Roldugin eine Option auf Anteile am russischen Automobil- und Rüstungskonzern Kamaz. Und über International Media Overseas besaß der Cellist 12,5% des russischen Unternehmens Video International, eine Gelddruckmaschine, die den russischen Werbemarkt beherrscht. Erstaunliche Verbindung für einen Musiker. Aber er ist eben nicht nur Musiker, er ist ein enger Jugendfreund Putins. In Russland sitzen die einzigen, die diese Daten von Mossack Fonseca kennen, in der Redaktion der Novaya Gazeta. Die Moskauer Zeitung ist berühmt für ihre Furchtlosigkeit, für ihre unbequemen Recherchen. Sie hat unzählige internationale Preise gewonnen. Ihre Journalisten legen sich auch mit den Mächtigsten im Lande an. Seit Jahren recherchiert Roman Anin über Putin. Was aus dem Datenleck strömte, hat ihn geradezu elektrisiert. Welche Rolle spielt Offshore? Spielen Offshore-Firmen, welche Funktion haben sie in diesem System? Putin betont immer wieder, wie sehr er Offshore ablehnt und dass seine Freunde sehr patriotische Geschäftsleute sind, die für Russlands Ziele arbeiten. In den Daten sehen wir aber, das ist eine Lüge. Freunde von ihm sind Offshore tätig. Wir können zum ersten Mal sagen, dass es Journalisten aus aller Welt gelungen ist, ganz nah an das Geld des russischen Präsidenten heranzukommen. Davor wussten wir von den meisten von ihnen. Aber jetzt tauchte da auch noch Roldugin auf, von dem niemand je gewusst hat. Der Verdacht. Ist Roldugin ein Strohmann für Putin? Ein Beweis gibt es nicht.
Seine Firmen waren aber noch bis vor wenigen Jahren aktiv. Das belegen Roldugins Unterschriften mit Datum. Jede Bitte von uns um ein Interview lehnte er ab. Auch Putin antwortete nicht. Nur sein Sprecher behauptete, es gäbe eine internationale Medienverschwörung. Panama. Nur wenige Autominuten von unserem Hotel entfernt, die Adresse, in der meine eigene Briefkastenfirma residieren soll. Fahrt in das Bankenviertel. Zum Global Plaza Tower. Is it a huge building? It is. Nach den Unterlagen nutzen auch über 1000 Deutsche Briefkastenfirmen von Mossack Fonseca. Keine Politiker, aber ein Prominenter wie der Formel-1-Pilot Nico Rosberg. Der wickelt, warum auch immer, Geschäfte mit Mercedes darüber ab und sagt, das sei seine Privatsache. Dann der umstrittene Hühnerbaron Anton Pohlmann und ehemalige Siemens-Manager, die offenbar Firmengelder veruntreuten. Auch zahlreiche deutsche Banken machten mit. Die Daten von Mossack Fonseca belegen, wie eng Finanzinstitute in Deutschland mit der panamaischen Anwaltskanzlei zusammengearbeitet haben. Die Berenberg Bank und die Deutsche Bank. Sie bestreiten, illegal gehandelt zu haben. Aber Commerzbank, die HSH Nordbank sowie die Hypo Vereinsbank haben sich mit der Staatsanwaltschaft auf Millionenzahlungen wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung geeinigt. Ich gehöre ja jetzt zu Ihnen mit meiner eigenen Briefkastenfirma Antje Overseas. Deren Büro, so die Gründungsunterlagen, ist hier. 50. Straße, 19. Etage im Global Plaza Tower. Erst will man mich nicht reinlassen, denn so einen Idioten, der das Spiel ernst nimmt, haben Sie hier wohl noch nie gesehen. I want to go to the 19th floor. Jedenfalls herrscht schon am Eingang Verwirrung darüber, dass ich tatsächlich in mein Büro will. Antje Overseas, here you can see, it's my company. But you see, I have an office here. The company, it's, everything is written here. So, and it's irgendwann kapituliert der Pförtner vor meiner Penetranz und lässt mich passieren. Sieht man den Etagenplan unten im Eingangsbereich, ist mein 19. Stock allerdings verdächtig leer. Apartment H. Suite H. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt sehe ich mein Büro. Was ich in der 19. Etage finde, übersteigt oder unterbietet alle meine Erwartungen. Das geräumige Nichts. Mit bester Aussicht auf Panamas Bankenviertel. Hier könnte man sich gut einrichten. Alles leer. Aber wenn ich im Internet meine Adresse google, lande ich an die 6000 Treffer für alle möglichen Unternehmen, die angeblich alle hier oben residieren. In jedem Fall eine gute Lage. Auch für Pokerfirmen, Nagelstudios oder Briefkastenfirmen aus Usbekistan. Also hier im 19. Stock, dieses Global Plaza Tower, ist angeblich meine Antje Overseas SA. Ich bin hier durch leere Räume gegangen, runtergekommen, baufällig. Was damit geschehen soll, kann man nicht sehen. Und ganz am Ende des Gangs ist ein Anwaltsbüro und da sitzt eine einzelne Frau. Dann mal sehen, ob die mir sagen können, wo mein Apartment H ist, meine Suite H. Excuse me, madam. Can you tell me? Entschuldigen Sie, meine Dame, das hier muss doch meine Firma sein. Ich habe alles vom Anwalt dabei. Ist das hier meine Firma? Where is Suite H? Is this Suite H? So you have? Is this my company? No. Nein, Sie seien nur die örtlichen Verwalter, sagt die Dame. Resident agent. Ich habe es hier schriftlich. Ich bin Eigentümer. Das steht hier. Ich will mit jemandem über das Geschäft sprechen, über die nächsten Schritte. So, I'm the proprietor of this company. So I want to talk to somebody about the business. What can we do? What are the next steps? So that's the reason why I'm here in Panama.
Das Spiel, den Naiven zu geben, macht mir Spaß und bringt die Empfangsdame an den Rand der Verzweiflung. Ich möge doch bitte eine E-Mail schreiben. Und wie viele Briefkastenfirmen Sie in dieser kleinen Kanzlei verwalten, könne sie wirklich nicht sagen. Strange. Thank you. Bye. In einer leeren Etage eine Briefkastenfirma, mit der ich die schlimmsten und profitabelsten Sachen machen könnte, ohne dass das zu Hause einer merkt. Immer besser begreife ich Mossacks Geschäftsmodell. Mossack, Fonseca und dieser Herr mit den weichen, jungenhaften Gesichtszügen. Der isländische Premierminister Gunnlaugsson persönlich und die Briefkastenfirma Vintris. Reise an den nördlichen Rand Europas. Auch dort hat Mossack Fonseca tiefe Spuren hinterlassen, ausgerechnet Island. Mitten in der Hauptstadt Reykjavik steht das Denkmal, das an die Jahre des Größenwahns erinnert, als Geld scheinbar keine Rolle spielte. Ein Kongress- und Opernhaus der Superlative, architektonisch großartig, aber viel zu gigantisch im Land der gerade mal 320.000 Menschen. Noch heute unvergessen, ins kollektive Gedächtnis eingebrannt, die Massenproteste von 2008, 2009. Die Blase war geplatzt. Fast jeder Isländer hatte viel Geld verloren. Die drei größten Banken hatten das ganz große Rad gedreht. Mit einer verantwortungslosen Kreditpolitik häuften sie 75 Milliarden Euro Schulden an. Das Land stand vor dem Staatsbankrott. Die Daten von Mossack Fonseca enthüllen jetzt, mitten in der heißen Phase des Bankenbooms lassen sich der heutige Premier Gunnlaugsson und seine Gattin die Briefkastenfirma Vintris aufsetzen. Das wohlhabende Ehepaar kauft für knapp 4 Millionen Dollar Anteile von den isländischen Banken. Bei dem großen Monopoly von damals wollen sie mitspielen. Das alles hat der Premier vor den Isländern verschwiegen. Er verkauft seinen Anteil für einen Dollar an die eigene Ehefrau. Die muss es als Privatperson vor dem Parlament nicht offenlegen. Nun hat sie, wie alle Investoren nach dem großen Crash, Forderungen gegen die inzwischen verstaatlichten Banken, ist Gläubigerin mit Forderungen von knapp 4 Millionen Dollar. Und ihr Mann muss als Regierungschef entscheiden, wie es mit den Banken weitergeht. Eine unappetitliche Vermengung. Das alles sollte eigentlich für immer geheim bleiben. Und lange ist es auch gelungen. Aber Mossacks Datenflut schwappte auch nach Island. Fahrt zu Johannes Christiansson, dem einzigen Journalisten, der in Reykjavik davon weiß. Ein für seine Hartnäckigkeit bekannter Investigativreporter. Er wohnt weit draußen in einer schmucklosen Siedlung. Christoph ist mein Name. Nice to meet you. Nice to meet you. Welcome. Thank you. Man mag es für übertrieben halten. Johannes verhängt seine Fenster, wenn er an dem Fall arbeitet. Er wohnt ebenerdig und hat Angst, dass jemand von draußen reinschaut, seine Recherchen vorzeitig entdecken könnte. Fühlen Sie sich isoliert, einsam? Ich fühle mich isoliert, weil ich niemandem von dieser Geschichte erzählen kann. Island ist ein kleines Land. Und das ist die größte Geschichte, an der ich je gearbeitet habe. Wenn das öffentlich wird, was könnten dann die Konsequenzen sein? Wenn die Leute sehen, was sich hinter dem Vorhang versteckt, dann werden sie wütend. Aber die Wirtschafts- und Politikelite in Island, die wird mich hassen.
Was erwarten Sie? Wie wird der Premierminister auf Ihre Recherche reagieren? Er wird es entweder abstreiten oder irgendeine Erklärung haben. Vielleicht ist alles legal, vielleicht ist alles den Steuerbehörden bekannt, keine Ahnung. Aber er muss wenigstens die Frage beantworten, warum er Anteile an den isländischen Banken gekauft hat. Vor wenigen Tagen der Showdown in Reykjavik. Zusammen mit dem schwedischen Fernsehen, das eingeweiht ist, hat Johannes einen Interviewtermin beim Ministerpräsidenten. Johannes bleibt anfangs im Hintergrund. Der schwedische Kollege soll erst mal vorlegen, mit freundlichem Smalltalk, wie man das immer so macht. Aber dann sehr schnell ein Warnschuss. Was halten Sie persönlich von Menschen und Firmen, die Steueroasen nutzen, um zum Beispiel Vermögen zu verstecken? Well, in Iceland, like in most Nordic societies or all Nordic societies, I suppose, we attach a lot of importance to everybody paying his share, because we have a big Well, society is seen as a big project that everybody needs to take part in. So when somebody is cheating the rest of society, it is taken very seriously in Iceland. What about yourself? Wie ist es mit Ihnen selbst? Haben oder hatten Sie selbst irgendeine Verbindung zu einer Offshore-Firma? Myself, no. Well, I have always given all of my assets and that of my family up for the taxes. So there has never been any of my assets hidden anywhere. And it's an unusual question for an Icelandic politician to get. It's almost like being accused of something. But I can confirm that I have never hidden any of my assets. Sie persönlich haben also nie irgendeine Verbindung zu einer Offshore-Firma gehabt. As I say, my assets have always been up on the table. Mr. Prime Minister, was können Sie mir über eine Firma namens Vintris sagen? Well, it's a company, if I recall correctly, which is associated with one of the companies that I was on a board of, and was had an account, which, as I mentioned, has been with the tax on the tax account since it was established. So now I'm starting to feel a bit strange about these questions, because it's like you are accusing me of something. When you are asking me about a company that has been on my tax return from the beginning. Aber es muss doch erlaubt sein, dass ich als Journalist Fragen stelle. Certainly, but you are indicating that I have not paid taxes on it. Dann kommt Johannes hinzu und der Premier kann kaum noch die Kontenance bewahren. Er steht auf und geht ihn an. Ihr fragt Blödsinn, du hast mich reingelegt. Johannes kontert, warum hast du es nie offengelegt? Hat der Premier im Interview wirklich die Wahrheit gesagt? Seine Beteiligungen hätten immer offen auf dem Tisch gelegen? Bis zum Datenleck bei Mossack Fonseca jedenfalls wusste niemand davon. Unsere Bilanz in Panama. Jürgen Mossack, den Gründer, Verkäufer, Betreiber ungezählter Briefkastenfirmen, haben wir nicht bekommen. Auf alle Anfragen nichtssagende Reaktionen, keine Interviews. Keine Antworten zu Mossacks fragwürdigen Kunden. Drogenbossen, Kriegsherren, Diamantenhändlern, Staatschefs und ihren Freunden, Gehilfen von Diktatoren. Sie und tausende andere finden sich in den Kundendaten von Mossack Fonseca, die durch das Leck an die Öffentlichkeit kamen. Fernsehteams aus Europa, Amerika und Australien sind wegen des Datenlecks nach Panama gekommen.
Vor allen hat sich Mossack versteckt. Gemeinsamer Marsch auf sein Hauptquartier. Ja, jetzt versuchen wir es alle gemeinsam, ob wir ihn endlich, den Herrn Mossack, zu einer Reaktion bewegen können, nachdem er bisher auf nichts irgendwie inhaltlich reagiert hat, sondern nur mit irgendwelchen Ausreden uns abgespeist hat. So, mal sehen, ob er jetzt rauskommt. Wie viele Teams sind wir? How many teams we are? How many crews? Seven? Seven, I guess. Six. Seven. Nadie me va a atender. Sie haben mir gerade gesagt, uns wird niemand empfangen. Wer hat Ihnen das gesagt? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Wissen Sie nicht? Was nehmen Sie hier auf? Schalten Sie die Kamera aus. Sie dürfen hier nicht filmen. So also kommen wir nicht weiter. Die Tür bleibt verschlossen. Also wähle ich die Telefonnummer des Pressesprechers von Mossack Fonseca. Seine Sekretärin hebt ab. May I talk to Mr. Carlos? Kann ich mit Herrn Carlos Sousa sprechen? Ja, dann gehen Sie doch bitte in das Meeting und sagen ihm, dass vor Ihrem Gebäude 20 oder 25 internationale Journalisten stehen. Wir können auch noch weitere 30, 60 oder 70 Minuten warten. Wir haben Zeit. Aber es ist doch im beiderseitigen Interesse, wenn Herr Sousa früher runterkäme. Okay, thank you. Thank you. Bye. Und nach kurzer Zeit kommt der Pressesprecher tatsächlich lässig, elegant, eloquent. Buenas tardes, wie geht es Ihnen? Mein Name ist Carlos Sousa. Wie geht es Ihnen allen? Danke, gut. Zu Ihren Diensten. Ich werde Ihnen jetzt ein Schreiben überreichen, damit Sie alle eins haben. Interviews geben wir nicht. Das entspricht nicht unserer Firmenpolitik. Das haben wir immer so gehandhabt. Für alle weiteren Fragen haben Sie meine E-Mail-Adresse. Wollen Sie nichts zu dem Schreiben sagen, das Sie uns übergeben haben? Nein, wirklich nicht. Warum? Nein, ich habe auch nicht mehr zu sagen, wirklich nicht. Wollen Sie nicht die Kritik an Ihrer Firma kommentieren? Nein, auf keinen Fall. Ich möchte nur, dass Sie wissen, es ist ganz klar, wir waschen kein Geld, wir nehmen kein Geld. Das ist das Einzige, was ich Ihnen sagen kann. Worum ich Sie bitte, verlassen Sie bitte das Gelände. Hier gibt es noch eine andere Firma. Sie versperren den Eingang. Vielen Dank für Ihre Zeit. Sie können mir gern wieder eine Nachricht schreiben. Die zentralen Aussagen der Presseerklärung kennen wir schon lange. Sie werden stets wiederholt. Mossack Fonseca ist stolz auf seine Aktivitäten, verstößt in keinem Land gegen Gesetze, beteiligt sich nicht an Geldwäsche. Und wenn Sie merken, dass unter Ihren Kunden Kriminelle oder andere fragwürdige Personen sind, trennen Sie sich sofort von denen. Dieses Schreiben wurde allerdings aufgesetzt, als Mossack Fonseca noch nichts davon wusste, dass die geheimen Firmendaten nach draußen gelangt sind. Wie bei Jürgen Mossack waren wir auch bei seinem Partner Ramon Fonseca abgeblitzt. Dafür nutzte er das örtliche Fernsehen für einen temperamentvollen Auftritt. Como una fábrica de automóviles, una fábrica de automóviles. Wir arbeiten wie eine Fabrik, die Autos herstellt. Wir, die Anwälte, stellen Briefkastenfirmen her, eben wie eine Autofabrik Autos baut. Und wir verkaufen sie. Wir sind nicht verantwortlich für das, was mit diesen Briefkastenfirmen gemacht wird.
Genauso wenig wie die Autofabrik dafür verantwortlich ist, wenn mit dem Auto ein Unfall gebaut oder ein Überfall gemacht wird. Ramón Fonseca hat allerdings am Tag nach dem Aufmarsch der internationalen Journalisten sein Amt als Berater des Präsidenten von Panama niedergelegt, um, wie er erklärte, Schaden abzuwenden von sich, seiner Firma und vom Land.